Also es ist ein bisschen wie Back to the Roots. Ich habe ja meine Karriere auf Buggys angefangen, nachdem ich vom Motorrad in die Autoszene umgestiegen bin. Und jetzt auch wieder mit der Tina. Das ist also ganz toll. Wir freuen uns wahnsinnig. Haben wir jetzt hier durch Sven die Gelegenheit bekommen, an dem Projekt mitmachen zu dürfen. Da ich ja, ich sag jetzt mal, schon 5 Dakar-Rallys auf einem Buggy gefahren bin, habe ich da natürlich sehr viel Erfahrung. Und die möchte jetzt der Sven Quandt nützen, dass ich dieses Projekt nach vorne bringe und dass wir dann hoffentlich bald auch mit diesem Buggy ein konkurrenzfähiges Fahrzeug haben. Im Moment ist es halt so, dass Buggys sehr viele Vorteile haben, zumal schon mal mit dem Gewicht. Also die dürften wesentlich leichter sein als zum Beispiel ein Allrad angetriebenes Fahrzeug. Dann dürfen sie mehr Federweg fahren, dann dürfen sie größeren Air Restrictor fahren. Und wenn natürlich das Reglement sich dahingehend weiterentwickelt, dass zum Beispiel die Buggys einfach sehr viele Vorteile haben, braucht man dann vielleicht in Zukunft einen Buggy, um die Dakar zu gewinnen, so wie das ja in diesem Jahr schon der Fall war. Ich freue mich riesig. Es ist total toll. Es war ja hier, wo alles angefangen haben, mit Jutta, mit Sven Quandt zusammen, für 16 Jahre hier. Und jetzt sind wir noch daran. Mit diesem Team, mit dieser alle Mechaniker. Ah, es ist ein Magic-Gefühl. Aber mit Jutta haben wir immer, oder ich hatte immer viel Spaß gehabt, wir zwei zusammen. Und es ist halt ein Unterschied, wenn du zwei Mädels im Auto bist, als wenn du ein Mann und eine Frau ist. So, dafür freue ich mich auch herzlich.